Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu Battlefield 4 wieder mal mit dem Johannes, wie immer. Jo, hi. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal in den Videos gemacht habe, aber ich habe meine AK-12 jetzt alle Visiere und habe halt alles freigeschaltet dafür. Und das mache ich gerade mit der ACWR auch. Zum Teufel mit den Buchstaben. Wow. Ei, der daraus. Alter. Umsitzen die mit C4 vor den Fahrstuhl, pass auf. Och nö. Doch. Alter, was ist? Der klickt grade drauf, ich spring weg und dann geht's erst hoch. Der hat gesehen. Ja. Sah lustig aus. Es geht darum, man hört dann das Klick und es explodiert nichts. Ich höre mich immer noch dabei. Ja, weil du so laut bist, wahrscheinlich. Nee, naja. Ich kann es aber auch nicht ändern, weil ich muss jetzt vor dem Mikrofon sitzen. Also quasi direkt ja, vor dem Mikrofon quasi. Ich mach mich gleich leiser, sobald ich das nächste Mal sterbe. Oder mach mich einfach leiser. Falls du da noch was hören solltest. Nee, ich mach einfach mein Mikrofon leiser. Achso. Das war ja easy. Ah, wo sind sie denn, die Eierlutscher? Jetzt immer noch oben drauf. Ich bin gerade mit einem Rückboot unterwegs. Oh, ich fahr mal hoch. Oh. Ja, hab ihn erwischt, bevor er sein C4 zünden konnte. Ich nicht geil. Kaputt repariert. Ja. Gleich haben wir gewonnen. Scheiß. Ja, jetzt. 544 zu 0 von 800 Tickets, die es gab. Die haben wir dominiert. Einen großen Pimmel dominiert, Junge. Kein Kommentar dazu? Nur weil du den größten hast, musst du nicht mal angeben damit. Entschuldigung. Macht nichts, mach ruhig weiter. Du hast vorhin so gelangweilt reagiert, kaufst du dir nicht einen Vorderrad? Naja, nicht in naher Zukunft. Ich habe mir jetzt Pflanzen gegen Zombies vorbestellt und werde mir auch dann nächsten Monat Watch Dogs vorbestellen. Oder nächste Woche, mal sehen. Bei Titanfall, es war zwar cool, aber Langzeitmotivation weiß ich nicht, ob ich die hätte. Ach, sorry, ich habe jetzt dadurch, dass es auch mehr Titans und also was gibt, verschiedene Arten von Titans. Ich werde es mir garantiert früher oder später auch holen oder ich krieg's geschenkt von irgendjemandem, aber. Frag doch deinen Sponsor. Ich brauch dir nicht fragen, das soll er von alleine machen, wenn er denkt, dass es notwendig ist. Der antwortet mir nämlich nicht mehr, der schenkt mir aber trotzdem noch Spiele. Deswegen schreibe ich den gar nicht mehr an. Ich muss auch zusehen, dass ich noch die Schulden bei meiner Mutter irgendwie begleiche. Was für eine Schulden, ne? Ja, weil ich habe mir immer mal so ein paar Sachen halt, wie das Mikrofon zum Beispiel gegönnt, ohne dass ich selber das Geld hatte, habe sie gefragt und muss halt das Geld jetzt immer wieder zurückstottern. Und ich bin bei 95 okay. Euro oder so. Das ist eigentlich nicht viel, wenn ich dran denke, wie viel ich schon mal im Minus bei ihr war. Sag nur das dazu. Warte, es lädt. Tschüss! Nicht wieder diese Instant-Buttons, bitte. Die sind langweilig. Nein, nein. Warte. Wer hat denn die Scheiße gemacht?
Das ist ein YouTube-Video. Könnte ich mir denken. Watch Dogs. Kauf die Watch Dogs, denn es wird mega geil. Ist gut, wir haben es verstanden. Warte, gleich geht's jetzt richtig los. Ich höre in-game nichts mehr. Und wie lange willst du das jetzt vorspielen? Watch Dogs, kauf dir Watch Dogs. Ein Watch Dogs wird ein Schmaus. Watch Dogs, ja. Watch Dogs. Kommt bald raus. Ja, ja. So ist das mit Watch Dogs, ne? Ja. Aber ich finde, das dauert noch so lange bis Mai, Alter. Ja. Der Belange. Ich habe mir Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare vorbestellt, ohne zu wissen, wann es überhaupt genau rauskommt. Steht noch Frühjahr 2014 da. Also das Spiel begeistert mich einfach so. Das musste einfach sein. Zum Beispiel gar nichts für mich irgendwie. Dieses Tower Defense. Ist kein Tower Defense, das ist ein Ego-Shooter. Er gesagt, ein Third-Person-Shooter. Ich weiß, aber das ist ja Tower Defense trotzdem. Da kommen auch Haufen von Wellen. Ja, gut, wenn du so siehst, schon. Oder Horde-Modus oder sowas, wenn du es so willst. Ja, für mich ist sowieso aber eher ein Shooter. Leute, schreibt mal die Beschreibung, ob euch aufgefallen ist, dass ich die Einstellung etwas höher eingestellt habe. Und wenn nein, dann werde ich so lassen und wenn ja, dann werde ich es noch eine Stufe höher stellen. Was hast denn du jetzt? Mittel. Mittel? Ja. Ja. Ich habe ja nicht die neueste Grafikkarte. Ja, wir haben doch eigentlich vergleichbar gleiche, oder? Nee. Nee? Deine hat doch 2 GB DDR5 RAM, oder? Meine hat nur 1,28. Achso. Und für die Aufnahme, wäre schon gut. Einen besseren Prozessor. Ja. Gut. Aber ich werde mir zu meinem Geburtstag, was halt noch ein halbes Jahr ist, aber egal, werde ich mir einen neuen Dingens kaufen. Den neuen AMD? Ein i7. Achso. Den 8450er? Weiß ich noch nicht, mal gucken. Dauert ja noch ein bisschen, ne? Da wird ja bestimmt schon wieder was Neues rauskommen. Ja. Oder ich kaufe mir einen von AMD einen Prozessor. Das empfehle ich dir. Ich habe ja auch eine AMD Grafikkarte. Ja gut, ist eigentlich wurscht. Ja, trotzdem. Aber AMD hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Ja, ich finde AMD auch. Also zum Beispiel, ich finde Nvidia einfach überteuert. Ja, das einzig Tolle, was halt Nvidia hat, ist dieses Physics Engine. Super. Dafür hat AMD sein Evolutions, oder wie das heißt. Ja, dieses Tres FX, also diese Haare da. Ja, da wackeln die Schamhaare schön realistisch. Cool. Super. Das heißt auch nicht Schamhaare, sondern Schamhaare ohne R. Mir egal. Ja, mir eigentlich auch. Hat mich nur gestern jemand darüber belehrt, deswegen wollte ich auch jemanden darüber belehren. Welches Spiel ich ja momentan auch übelst feier, ist das South Park Spiel. Aber du magst das South Park nicht. Das, ja gut. Das Spiel, das finde ich auch cool. Aber die Serie wollte ich mir jetzt nicht angucken. Oh, ich liebe die Serie, Alter. Du guckst dann sowas wie Simpsons und sowas nicht gerne. Ja, das liegt aber eher daran, dass es einfach zu viel davon gibt. Ja. Und ich stehe allgemein eher weniger auf diese gezeichneten Filme, dann eher so auf. Der ist ja nicht gezeichnet, South Park. Was soll denn das sonst sein? Das sind doch keine richtigen Menschen. Das ist mit Schnipseln. Ja, aber mit Schnipseln, so mit Papierschnipseln. Ja, ich meinte, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich eher Serien gucke, wo richtige Menschen mitspielen, also Schauspieler und so ein Schnickschnack. Ja, ist schon klar.
Aber das, was halt in South Park abgeht, könntest du mit richtigen Menschen nicht drehen. Oder es wäre viel zu teuer. Ja, ich finde es auch total übertrieben teilweise. Das ist ja halt auch der Witz an der ganzen Sache. Das ist ja dieses übertriebene Ja, und das mögen Gesellschaftskritik halt an. manche Menschen nicht und ich mag es zum Beispiel nicht. Ja. Wobei das mit der Analsonde ziemlich witzig war. Ich habe die Szene in dem Spiel auch so gefallen, als du eine Analsonde hinten reingedrückt bekommst und du musst mit S ganz schnell S drücken, um die Analsonde wieder rauszudrücken. Ist Oder überall du hast. rumlummeln, ey, scheiß Team Deathmatch auf der Map. Du kennst doch bestimmt hier aus Elder Scrolls, dass man da das Drachenblut ist, ne? Also da so schreien kann, das weißt du ja bestimmt, ne? Nee. Ne? Jetzt schon. Ja, da ist man halt ein Drachenblut, deswegen kann man so ganz laut schreien und so, weißt du? Und in South Park ist man auch ein Drachenblut, bloß da kann man dann übelst laut furzen und übelst heftig furzen und sowas. Beispiel jetzt mal so als. Kennst du Was? Kenny versus Benny? Ja. Da gab es auch so eine Folge, wer kann den lautesten Furz ablassen. Habe ich mir vor kurzem nochmal angeguckt. Sowas finde ich zum Beispiel auch ziemlich witzig. Weißt du, was ich aber richtig dreist finde? Elton vs. Simon haben übelst den Dingens geklaut von Kenny vs. Benny, Das ne? Intro, ja. Ja. Aber ich schaue mir die Deutschen gar nicht an, ehrlich gesagt. Nee, Also ich guck mir tatsächlich Elton solche vs. Simon auch nicht an. Duellserien, nur diese amerikanischen. Wir Deutschen haben irgendwie so Generell. langweiligen Humor. Ich guck generell wenig deutsches Fernsehen. Bin Ich gerade freue mich irgendwie ja sau wieder schlecht jetzt auf hier. Anfang April. Da kommt ja eh meine Lieblingsserie wieder. Deine ist es ja auch, ne? Ja? Oder deine zukünftige. Weiß nicht, Die, diese Game of Thrones? Anime-Serie da? Nein, Game of Thrones, Junge. Kenne ich nicht, ne. Alter, ist so eine geile Serie. Worum geht's denn da? So im Mittelalter so und da geht es halt einfach um, also in drei Worten zusammengefasst, Game of Thrones: Gewalt, Politik, Sex. Im Mittelalter. Jo. Politik. Nix für mich. Ja, was heißt nicht Politik, halt so, das halt das Spiel zwischen den Mächten, zwischen den Reichen und so, weißt du? Deswegen Ja, auch Game gut. of Thrones, halt Spiel der Throne und so, weißt du? Aber ich habe mich noch nie so für die Geschichte interessiert, deswegen wäre ich da, glaube ich, auch fehl am Platze. Das ist eine Fantasy im Mittelalter. Also es gibt da keine Elfen und sowas, aber es ist halt alles fiktiv, weißt du? Ich habe mir gestern mal wieder einen Film angesehen, den ich ziemlich cool fand, und zwar The Wolf of Wall Street. Den Den fand ich hätte ich auch ziemlich gerne im cool. Kino gesehen, aber irgendwie habe ich das verpasst. Ja, geht 3 Stunden lang. Ja und? Finde ich ganz schön lang, aber dafür Außer war kann auch man den. Kann interessant. man auch im Kino gucken dafür. Ja, im Kino sitze ich Welchen ich nicht mir so jetzt gerne. angucken werde, ist Need for Speed. Auf den freue ich mich. Ja? Mit Aaron Paul. Wer ist denn das? Das ist der Hauptdarsteller aus, oder beziehungsweise der zweite Hauptdarsteller aus Breaking Nee, Bad. mit. Achso, okay. Ist in Breaking Bad nicht auch der Vater von Malcolm mittendrin dabei? Ja, genau. Und davon der andere, nicht der, sondern der andere Hauptdarsteller. Ja, ich kenne nur den Malcolm mittendrin Typen. Junge. Malcolm mittendrin habe ich mir auch gerne angesehen. Oder alle hassen Chris irgendwelche Sitcoms aus Amerika. Ja. Wer guckt das nicht? Keine Ahnung, läuft ja den ganzen Tag im Fernsehen. Ja, deswegen ja. Man guckt das unweigerlich, auch wenn man es gar nicht will. Ich gucke kein Fernsehen, ich guck's dafür im Internet. Ach so. Gucke immer nur sonntags 2 Stunden, wie immer. Gucke ich nicht so viel Fernsehen. Watch Dogs, kauf dir Watch Dogs. Ich komme gerade auf der Map nicht so richtig drauf klar. Ich habe 4 zu 12. Oh, die Runde ist gleich vorbei. Die Russen kommen! Boah, Runde beende dich einfach schnellstmöglich. Die Russen kommen! Oh mein Gott! Watch Dogs, kauf. Ich hoffe, jetzt kommt Eroberung. Auf einer Ups, anderen Map. es wird ein Grafik-Schmaus. Ich habe den letzten gekillt. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Leute, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Kauft euch Bye-bye. Watch Dogs.